und der Monat Oktober ist der internationale Brustkrebsmonat. Mit pinken Schleifen wird auf die Krankheit aufmerksam gemacht. Mit Aktionen und Veranstaltungen sollen Frauen dazu animiert werden, zur Vorsorge zu gehen. Denn die Heilungschancen werden immer größer. Und für diesen Brustkrebsmonat Oktober, da hat sich ein Eishockeyspieler aus Bayern etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Da traut sich einer mit einem pinken Schläger aufs Eis. Ty Morris, gebürtiger Kanadier und beliebter Spieler beim EC Piting, spielt als einziger in Deutschland mit einem rosa Schläger. Das ist eine gute Geschichte hinter dem Schläger und ich bin sehr stolz darauf. Seine Kumpels vom EC Piting fanden die Idee ihres Stürmers mehr als cool. Am Anfang war das ein bisschen Witze hier und da, weil rosene Schläge ist ein Fragezeichen von der Schlägerfarbe. Fast jeden Eishockeyspieler hier in Deutschland wissen, was Pink Oktober ist. Ich habe keine Witze von meinem Gegner bekommen wegen der rosene Schläger. Die traurige Geschichte dahinter. Eine Freundin seiner Familie bekam Brustkrebs. Seine und ihre Kinder kennen sich sehr gut. Die zwei Buben von sie spielen mit meiner Tochter in Fußball in der gleichen Verein. Deswegen ist es ganz nah an mein Herz getroffen. Zutiefst berührt ließ Ty, der bei einem Sportartikelhersteller arbeitet, extra Schläger in rosa anfertigen. Pink ist immer so eine gute Farbe, dass jeder tragen kann, quasi in dem Monat Oktober für Krebs, Brustkrebs halt. Eingravieren ließ er dann ihren Namen. Susi heißt sie. Da ist der Name von der Frau. Wenn es ihr gut geht, sitzt Susi manchmal im Publikum, heute nicht. Die Mutter aus der Nähe von Schongau gründete nach ihrer Erkrankung eine Stiftung für krebskranke Mütter mit ihren Kindern. Dorthin soll jetzt Geld fließen, denn Ty versteigerte zwei der pinken Schläger bereits bei einer eBay-Auktion. Vor dem Spiel war es bei 300 Euro. Der letzte Schläger ist bei 666 Euro gesteigert. War schon cool, wenn wir super Nummer kriegen können. Und es geht alles auf die Stiftung. Also Leute, gehen auf eBay und steige der letzte auf. Also gut. Seinen dritten pinken Schläger kann jeder noch bis Ende Oktober ersteigern. Und dabei helfen wirklich alle und unterstützen Ty Morris im EC Piting. Trommeln für Spenden für Susi und andere krebskranke Mütter. Es ist, wie möglich das eigentlich ist, das kann jeden treffen. Nach dem Spiel geht der 34-Jährige meist noch mit seinen Töchtern aufs Eis, denkt an Susi, ihre Hoffnungen und Rückschläge. Sie ist genauso kämpferisch wie ich, sagt Ty.